Hallo, meine Lieben. Das ist die Kartenlegung für den Herrn, für den Herzensmenschen. Ich gendere nicht, deswegen ist das, ich rede wie mit einer Frau, wäre mein Gegenüber, also liebe Männer und Münzen. Das ist eine Kollektivkartenlegung, das bedeutet, es kann passen zu dir oder auch nicht. Bitte genau reflektieren und schauen. Und schau, ob das wirklich ist, es für dich auch geht in Resonanz. Das sollte dir helfen, reflektieren die Situation, was insgesamt zwischen euch ist, aber vor allem, was es bei ihm los ist. Also bei ihm los ist, was er gerade durchmacht. So, machen wir den großen Venomandel und schauen wir genauer, was da los ist. Was ist los denn bei deinem Herzensmenschen? Er hat Lügen. Da ist irgendwas nicht ganz ehrlich. Das ist jemand lügt. Jemand in seinem Leben lügt. Da scheinbar nach Nachrichten. Also das ist, weil das ist erstes Haus, das ist der Reiter. Da sind Lügen im Spiel. Nicht ganz alles ehrlich ist. Vielleicht muss er auch ganz einfach wie ein Fuchs sich bewegen in den Leben und schauen, was kann ich tun, wie kann ich tun. Also sehr schlau sein bei dem, was er tut. Er ist völlig ganz am Ende von dem Kartenbild und er hat die Karte, er ist in dem Haus des Kreuzes oder es geht um die Prüfung, Schicksalsprüfung. Und er fällt, diese Schicksalsprüfung kann sein, dass er hat entweder mit Ämtern zu tun, also mit dem Turm, oder es kann auch sein mit der Trennung, dass es diese Trennung ihn auch belastet. Kreuz ist immer auch belastendes. Sehr, zwar man wächst daraus und man sehr Erfahrungen auch sammelt, aber Kreuz ist auch eine Karma-Karte. Die sagt auch, dass wir haben auch bestimmte Bürde, etwas zu erlernen. Es kann sein, dass diese Trennung für ihn geht auf den Nieren falsch, auf den Gemüt und ihn auch belastet. Und es kann auch sein, dass es für ihn diese Trennung ist auch schicksalhaft. Das bedeutet, er kommt nicht drum herum, so empfindet er das und er benötigt das als Lernaufgabe. Also er hat nicht hier Spaß. Wenn ihr seid getrennt, er habt auf jeden Fall kein hier Zuckerschlecken. Er hat auch wahrscheinlich negative Nachrichten bekommen, also Nachrichten, die nicht so schön sind, vielleicht sogar auch Gesundheit eines guten Freundes. Es kann auch Chef sein, jemand, der ist Mentor. Das kann auch Vater sein oder auch ein Mensch, der ist sehr gut zu ihm. Es ist ein sehr guter Freund, es ist ein gutgesinnter Mensch. Das ist jemand, der auch ihm Schutz und Zuversicht gab und auch Unterstützung. Und scheinbar dieser Mensch ist erkrankt oder auch denen nicht gut geht. Möglicherweise hast du mit diesen Menschen auch Kontakt, weil ihr fällt miteinander sozusagen in den Häusern, dass du weißt, wie denen es auch geht und du weißt, um was es geht. Das kann auch vielleicht auch jemand, den das ist mit euch gemeinsam zu tun. Vielleicht ist das auch hat mit dir mir zu tun, aber da ist vielleicht auch die Kommunikation zwischen diesen beiden Menschen, also diesen älteren Herrn und ihnen, sind beendet durch die Trennung. Das kann auch sein. So. Für ihn ist es belastend auf jeden Fall, diese Trennung. Er muss vielleicht auch neue Entscheidungen treffen und schauen, wohin es führt. Vielleicht hat auch Sehnsüchte, welchen Sehnsüchten er nachgeht, welche Sehnsüchte
sind für ihn wichtig, was mir auch gleich auffällt. Der Ring ist bei dir, also in deinem Haus, aber es ist Ring auch in seiner Nähe. Er fühlt sich noch gebunden. Er fühlt sich an dich noch irgendwie gebunden an, oder auch als noch vergeben. Also das ist für ihn noch nicht zu Ende emotional. Es ist für ihn noch nicht, ich fühle mich gebunden. Manchmal, wenn wir uns trennen, wir fühlen noch immer an diesen Menschen irgendwie wie noch verpflichtet, noch treu. Weil wir noch nicht sind so weit, vollständig loslassen. Also für ihn scheint es, dass es ist noch, er fühlt sich noch gebunden an dich. Was mir auch auffällt, er macht auch sich Entscheidungen, muss auch treffen, vielleicht auch mit Familie, Haus und auch Sexualität. Ich glaube, es ist mehr familiäre Sachen oder was auch in eure zwischen euch war zusammen oder auch was auch mit Harmonie zu tun und muss auch überlegen, wie gehe ich harmonisch auch allgemein voran in meinem Leben. Weil Harmonie ist es ja nicht nur das freundliche Gemüt und auch miteinander reden und diplomatisch und auch zusammensuchen, sondern Harmonie ist auch Empfinden mit sich selbst auch im Reinen. Und wenn wir sind selbst mit uns im Reinen, haben wir automatisch harmonischer Wirken auch. Uns weniger auch berührt, in dem Sinne regt auf. Oder stört. Wenn wir sind unter Anspannung, in Stress, ist das mit Harmonie sehr schwieriger, also viel schwieriger. Ne? Vor allem ist es unterschiedlich, natürlich mit jeder Mensch unterschiedlich, kann mit Stress umgehen. Manche Menschen machen sehr viel inneren Druck und sehr viel selber Stress, andere bekommen den Stress von außen und jeder Mensch hat seine Stressregulationstaktiken. Aber es ist für ihn auch geht wahrscheinlich darum, wie er die Harmonie auch wieder herstellt und wie kann ich mein Leben auch harmonischer machen oder einfacher machen. Weil jedes unnötige Stress, natürlich es gibt Stress, wie auch auf der Arbeit oder auch im Alltag, manchen machen wir auch selber, indem wir uns stressen und übernehmen. Zu viel Verantwortung oder auch übernehmen zu viel Aufgaben oder auch wir zulassen auch, dass die Menschen, die uns stressen. Das ist natürlich, es gibt andere Menschen, die ungeduldig sind und so weiter, aber es ist auch immer die Frage, wie weit ich lasse den anderen mich stressen. Und es gibt Menschen, die mit außerem Stress auch haben Schwierigkeiten. Weil die starke Verpflichtung fühlen, also hohe Erwartungen an sich selbst. Es ist auch, leider ist es momentan, das alles ist blockiert, es sind da Blockaden, die auch bestehen weiter. Das wird irgendwann auflösen. Es ist auch so, dass er weiß noch nicht richtig, wie er das dieses löst, diese Harmonieprobleme. Das kann auch so ein, zum Beispiel, er hat auch Probleme in sexueller Sicht. Wenn es wieder in sexueller Sicht, dann wäre er hat Stau. Er kann nicht rechtzeitig sich erleichtern. Das hat auch etwas mit Stress zu tun. Das hat auch etwas zu tun mit Erwartung an sich selbst und eigene Perfektion. Es sind auch Unklarheiten dabei, auch manches, was es noch nicht durchschaut oder noch nicht durchblickt. Es ist auch, vor allem bei den Männern muss ich auch sagen, weil das ist, ich lege für Mann, deswegen nehme ich ne, die Manneskarte. Es ist, Sexualität ist sehr, sehr große Rolle und man möchte die Frau glücklich machen. Und manchmal, man so die lieben Männer führen sich in den Stress, dass sich selbst stressen. Dass da als Frau muss man überhaupt nicht irgendwas dazu zu sagen, weil die haben so eine hohe Erwartung oder
auch aufbauen, diese hohe Erwartung durch verschiedene Medien. Und das ist für ihn dann natürlich auch für einen Menschen, also Männern, das ist dann schwierig. Vor allem Männer sind dann diesem Bereich empfindlich. Na. Ja. Er wird rumschlingeln müssen, dass es auch steht. Es ist auch, vielleicht auch, es ist nicht nur schlau sein müssen, sondern auch, er muss durch die Nachrichten auch schauen, wie ich das mache. Wie ich das rumschleiche. Oder wie ich das voranbringe. Das ist wirklich mit Schlauheit zu tun und clever sein, aber auch diese Situation momentan auch erfordert etwas in seinem Leben. Möglicherweise, das hat auch mit Arbeit zu tun. Er möchte dadurch irgendwas vermeiden, das zu Ende geht. Oder in Transformation. Es kann sein, dass er möchte etwas nicht verändern. Also etwas transformatieren möchte und deswegen versucht er irgendwie rumschleichen. Die Fuchskarte, es ist auch, wenn man so schaut auf den Fuchs als Tier, die sind nicht nur schlaue Tiere, sondern auch die rumschleichen, die sind vorsichtig, die erstmal abchecken alles. Und es kann auch sein, dass er muss sehr vieles momentan abchecken und gucken, was wie vorangeht und was passiert. In beruflicher Hinsicht kann sein, dass er vielleicht geht auch um Verluste oder Transformationen auf die Arbeit, weil die Arbeitskarte hier ist in den Ende. Es kann auch sein, dass ihn droht vielleicht sogar Kündigung oder nicht von ihm selbst aus, in dem Sinne, dass er wird gekündigt, weil er hat keine gute Arbeit geleistet, sondern vielleicht hat das betriebliche Gründe. Und das wahrscheinlich auch ihn auch zusätzlich belastet, weil er muss dann auch rumschleichen. Natürlich hat das auch automatisch auch mit Geld zu tun, da ist auch Ebbe momentan, da ist auch Stress, da ist Hektik, da ist Probleme, also das sind weitere Bereiche, was ihn momentan stresst. Also er empfindet diese ganze Situation wirklich als sehr belastend und das wird immer. Ich habe das Gefühl, es ist immer mehr rauskristallisiert. Er auch momentan, weil er jetzt in die letzte Karte ist, aber auch auf die Seite. Ich interpretiere das immer, dass er auch weiß nicht wohin. Das ist sehr, sehr schwierig, weil scheinbar muss er auch gewissen Hoffnungen haben oder bestimmte Vorstellungen und dann ist das schwierig, etwas zu machen. Vielleicht auch er fühlt sich so gefangen in seiner Situation mit dem Job, mit dem Geld, das und auch noch zusätzlich auch mit dir, dass er ganz einfach nicht weiß, mit was soll ich zuerst anfangen? Wo soll ich zuerst schauen? Was soll ich als erstes dran nehmen? Und das die Bürde, die er hat, das ist eine massive. Hier geht es auch um Sehnsüchten, unerfüllte Sehnsüchte, auch klar werden über die Sehnsüchte, wohin geht, dass es auch in seiner Nähe ist, auch mit Erkenntnissen zu tun, aber es scheint so, dass er ist noch nicht so weit. Er ist in einem Kreis. Er ist so gerade mitgenommen oder belastet durch die ganze Gesamtsituation, dass er weiß nicht, wie ich rauskomme. Und wahrscheinlich mit dieser Harmonie hat auch etwas zu tun, auch in Harmonie mit sich selbst sein, sich nicht so stark stressen. Weil er hat, also diese Probleme sind auch von außen, die muss auch geregelt werden, ob das ist Job, Finanzen mit dir, das muss wirklich einen klaren Schiff machen und klare Sicht, wohin es geht, allgemein jeglicher Hinsicht und wo, wie geht's weiter. Aber das bedrückt ihn. Das bedrückt dich so sehr, dass er auch hibbelig vielleicht ist oder ist nicht Harmonie mit sich selbst.
So, das Weitere ist, hier geht es darum, also was das zwischen euch ist, für dich, du hast jetzt blockiert Gespräche. Oder du machst dir Gedanken über Blockaden betreffend Gespräche, vielleicht auch berufliche Hinsicht, vielleicht auch möchtest du darüber nicht mehr reden mit ihnen oder möchtest auch nicht darüber diskutieren. Und du schaust in der Zukunft, du hast zwar Geldsorgen, das kommt auf dich in die Richtung, aber es wird auch etwas im Geheimen stattfinden. Du schaust auch, dass das für dich ist das und das momentan auch nicht beachtest, weil du sagst, okay, diese Harmonie in unserer Beziehung oder sexuelle Beziehung, das kann auch sein Affäre, was ihr miteinander habt, ist zu Ende. Entweder ist es transformiert oder ist es endgültiges Ende. Du betrachtest das auch nicht, du wartest auch ab und das ist auch insgesamt gut, weil jetzt, wo ist die Venus rückläufig, man sollte auch keine großen Entscheidungen treffen, man sollte ganz einfach abwarten, was für Erkenntnisse wir bekommen, was sehen wir Neues, was erfahren wir, was will ich innerlich? Und wenn die Venus ist wieder vorwärts laufen, das ist ab dem 3. September. Da wird einiges auch anders gesehen und einiges anderes klarer. Da werden wir das, was wir jetzt aufarbeiten und in uns inne gehen, wieder strukturieren und neu voranbringen. Es ist, weil wenn es jetzt in diese momentane Situation ist und ich sehe das so als momentane Situation, weil wir jetzt in diesem Augenblick liegen, es ist so, dass zwischen euch kann noch einiges nach dem 3. September auch verändern. Oder auch deine Sicht dahin. Momentan, du kümmerst um dich und das ist das sehr, sehr Wertvolle. Es kann auch sein, dass du auch gewisse Sehnsüchte in Bezug auf Harmonie oder Sexualität hast und auch hast auch Erkenntnisse bekommen und auch wahrscheinlich auch familiär. Aber es auch, zwar hat dich berührt, weil das ist auch Gedanken und Gefühle, vielleicht geht es um sexuelle Freuden auch. Das zwar dich berührt, aber du momentan sagst, okay, ich habe einiges erkannt, ich habe einiges gesehen, aber momentan beschäftige ich mich damit nicht, weil das ist unter dir. So, wie geht es weiter? Was hier ist noch? Es kann auch sein, dass er diese Belastungen, die er als Bürde empfindet, das ist von kurzer Zeit. Weil der Turm ist in kurzer Zeit. Das kann sein, vielleicht er braucht eine Woche ganz einfach ein bisschen Auszeit oder empfindet. Weil das ist auch mit kleinem Glück verbunden und auch mit Zeitkarte als kurze Zeit, kann es sein, dass er wird aus dieser Situation auch bald einen inneren Weg finden. Wir momentan haben auch gewisserweise viele Staus. Also wir hatten vor 2 Tagen Merkur, Saturn, Opposition und das ist so Stau. Stau in Denken, Stau in Funktionieren, Stau auch analysieren, wir manche Sachen nicht so richtig zusammenbekommen. Aber es löst sich. Das ist schon in Auflösung, das wird stattfinden. Es ist auch gut, dass er für sich auch nimmt die Zeit, um manches nachzudenken. Männer brauchen das. Frauen natürlich auch. In beruflicher Sicht, ja, das ist die Nachrichten mit Rumschlingeln, schlau sein, schauen. Geld, Aufregungen. Auch wenn es geht um den Neubeginn oder voranzubringen, das, was da ist, Neues anfangen oder neu umstrukturieren. So, bevor ich dann gehe in der Tiefe, wohin er schaut und schau den Schicksal ist, mache ich erstmal für dich. Du hast in kurzer Zeit wahrscheinlich etwas zu tun mit deiner Freundin, Bekannter, also einer Frau. Ihr werdet wahrscheinlich Entscheidung treffen über Kommunikation, dass die verloren geht. Vielleicht irgendwelche Nachrichten nicht ankommt oder ihr entscheidet, kommunizieren weiter, macht das keinen Sinn. Für dich wird das auch in Ordnung sein, weil du da hängst auch nicht so viel drin.
für dich oder auch möchtest auch die Mühe nicht machen, weil für dich ist irgendwas da einiges geklärt. Es kann sein, dass diese Kommunikation wird entweder abgebrochen, von wem kann ich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall einiges da, dieses weitere Kommunizieren, auch wenn das sind gute Nachrichten auch unter anderem, aber nicht sinnvoll, vielleicht dieses Kontakt wird ein bisschen so ein Schläfer. Was das bei ihm ist, der Schicksalspfad. Bei ihm ist das Haus. Also was alles, was Familie und Haus zu tun, dann geht es auch die Veränderung, vielleicht geht es auch um Umzug von euch beiden oder auch du in häuslichen Sachen veränderst und er muss mit oder möchtest auch ausziehen. In Kürze wird das etwas zu tun mit deiner Frau. Ach so, noch etwas, bevor ich das vergesse. Seine zukünftige Ist-Situation, dass er wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er sich wird verlieben. Er wird Liebeskummer haben, weil das Herz fällt bei den Sense. Das ist eher dass er wird leiden. Ja, diese Situation ist echt nicht einfach für ihn, in der er gerade befindet. Also in Kürze wahrscheinlich entweder durch Umwege oder mit einer Frau zu tun haben wird und auch Entscheidungen treffen müssen betreffend Kommunikation. Scheint so, dass ihr habt etwas mit einer Frau zu tun. Wer das ist, das kann ich nicht sagen, aber für beide ist es irgendwie in eurem Schicksalsweg mittendrin. Das kann auch sein, dass es die Kommunikation, die rumschlingelt und man richtig nicht kommuniziert, sondern ja, vielleicht wird auch beendet für euch beide. Oder auch möchtet ihr auch beenden oder auch anders gestalten die Kommunikation. So, was das ihn betrifft, auf die Beziehung, was bei ihm transformiert wird, was ist die Arbeit, du bist mittendrin, ne? Also du bist in seinem Schicksalsweg auch. Was auf ihn ist. Auf das Geld, auf dein Schicksal, also was er dann als Bürde befindet und was er rumschlingeln muss. Rumschlingeln muss er durch die Kommunikation. Du bist auf jeden Fall in seinem Schicksalspfad. Die Veränderungen kommen auf jeden Fall auch in beruflicher Hinsicht. Im Geld gibt es Entscheidungen zu treffen. Das Schicksalhafte hat er euch mit eurem Zuhause oder sein eigenes Zuhause, wenn ihr zusammen wohnt. Die Beziehung geht es um dich. Hier geht es um Beziehung mit dir. Was muss transformiert werden, dass es oder beendet werden, dass es mit einer Frau? Da ist noch jemand, das muss nicht sofort auch Rivalen sein. Es kann auch jemand sein, der zwischen euch auch eine Rolle gespielt hat oder irgendwie. Das kann außenstehend sein, wie Freunde, Bekannte, Verwandte. Und trotzdem, da ist etwas, wo man sagt, okay, da muss was ändern. So geht es nicht. Da muss etwas Veränderungen stattfinden. Kann auch sein, dass es Beendigung. Was es mir auffällt, weil ihr beide mit dieser Frau zu tun habt. Du möchtest diesen Kontakt aufheben mit ihr und empfindest das vielleicht auch nicht als Schwierigkeiten. Für ihn vielleicht auch geht es um zu beenden, aber auch vielleicht auch anders gestalten. Wohin es führt, das kann ich nicht sagen. Und was das ist, das kann ich auch nicht sagen, weil das ist eine Kollektivlegung. Bei seinem Tun wird auf jeden Fall das kleine Glück dabei sein. Also er hat das kleine Glück, es ist wahrscheinlich auch ein kurzer Zeitpunkt, also kleines Aufflammen von Glück. Das, was jetzt momentan passiert, auch wenn es so schwierig ist, wird einiges klären, wird aber er auch Liebeskummer haben. Also der Kartenbild ist nicht ohne. Der Kartenbild ist wirklich nicht ohne.
So, ich mich bedanke. Wenn es dir hat gefallen, freue ich mich für jeden Like, für jeden Kommentar, für jeden Abonnement. Man kann mich gerne anschreiben per WhatsApp. Die Telefonnummer ist gegeben. Ihr könnt mit mir in Verbindung setzen. Ich mache auch Privatlegungen. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall für jede Rückmeldung, jeden Feedback. Natürlich, es gibt auch negative Feedbacks. Ne? Ich will mir erfahren, warum, weil das ist interessant. Natürlich, ich manche meine Schwächen kenne. Ich arbeite dran. Mit den Veränderungen meistens sind das auch nicht so schnell. Ich werde wahrscheinlich diesen Format, wie es es jetzt ist, auch weiter behalten, sonst mache ich mich wirklich nur total stresse und das nimmt sehr viel Zeit, dass es dann richtigen ist, weil das ist wirklich Einstellung von meiner Kamera, besser sagen von dem Stativ und dann, wenn es ein bisschen nur bewegt sich, nur bei Einstellung verändert sich und erst wenn ich hochlade den Video, sehe ich das, was da ist. Und ich ziemlich viel Zeit verliere, was ich konnte besser nutzen. Und wenn es das jetzt so immer ist, dann und schauen, dass es auch so bleibt, dann auf diese Art, also in diese längliche, dann macht es vielleicht auch alles viel einfacher. Und ich mache mich weniger Stress und kann mir konzentrieren auf das, was hier los ist. Ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall für alles, was von euch kommt. Bis bald. Und habt einen wunderschönen Tag.